Wir spielen wieder eine Runde Ausfahrt TV, kurz und knackig. Ich habe für euch da draußen alle relevanten Daten zur neuen Mercedes G-Klasse. Die neue Produktgeneration der W463 ist ein komplett neu entwickeltes Fahrzeug, auch wenn die ursprüngliche Anmutung der G-Klasse vollkommen erhalten geblieben ist. Man erkennt ihn aber in der Front zumindest sofort an den neuen Voll-LED-Scheinwerfern. Entgegen allen Befürchtungen ist das neue Modell noch geländegängiger und das, obwohl die neue G-Klasse 53 mm länger geworden ist und ganze 64 mm breiter. Die Bodenfreiheit ist nochmal um 6 mm angewachsen auf 24,1 cm und die Wartiefe ist von 60 auf 70 cm gestiegen. Der Kippwinkel ist um 7 Grad vergrößert worden, man kann die G-Klasse jetzt 35 Grad in Schieflage bringen, Böschungswinkel und Rampen Winkel sind je 1 Grad besser als noch beim Vorgänger. Das Dach wird jetzt per Laser eingeschweißt. Der Leiterrahmen besteht aus hochfestem Stahl, somit ist der Wagen noch verwindungssteifer. Die Türen, die Kotflügel und die Motorhaube sind nun aus Aluminium. Insgesamt ist die neue G-Klasse bis zu 170 Kilogramm leichter geworden. Zum Marktstart bietet Mercedes die neue G-Klasse erstmal nur mit 2 Benzinern an. Das sind beides 4 Liter V8 Motörchen. Wie hier auch unter der Haube. Beim G500 leistet der Motor 422 PS und beim Mercedes AMG G63 585 PS. Angeflanscht ist jeweils eine 9-Gang-Wandlerautomatik und das Allrad-Verteilergetriebe verteilt 60% der Kraft an die Hinterräder. Die 3 bekannten Sperren sind nach wie vor vorhanden. Die neue G-Klasse lässt sich jetzt noch komfortabler fahren. Sie hat eine neue elektromechanische Lenkung bekommen und ein ganz neues Fahrwerk. Eine Doppelquerlenker-Vorderachse, eine Starrachse hinten mit jeweils 4 Längslenkern. Dazu dann auch noch ein adaptives Fahrwerk, wobei das optional ist. Der Innenraum der G-Klasse ist komplett neu gestaltet worden. Lediglich hier der Griff für den Beifahrer, den haben sie erhalten. Aber sonst präsentiert sich die fast wie eine S-Klasse. 2 12-Zoll Displays, hier Multifunktionslenkrad, Sitze optional auch mit Massagefunktion. Alles neu, alles schick und man hat natürlich noch deutlich mehr Platz, weil das Auto ja auch gewachsen ist. Ganz wichtig finde ich aber auch, dass die ganzen Assistenzsysteme aus dem Mercedes-Regal jetzt auch für die G-Klasse verfügbar sind. Die Passagiere im Fond dürfen sich ebenfalls freuen über 15 cm mehr Beinfreiheit. Zudem kann man die Rückenlehnen jetzt verstellen. Im Gegenzug ist das Kofferraumvolumen um 33 auf 454 Liter geschrumpft. Online konfigurieren und bestellen kann man die neue G-Klasse schon heute. Ab Juni 2018 steht sie dann bei deinem Händler für Probefahrten bereit zu einem Einstiegspreis von 107.041 Euro. Wollt ihr mehr wissen, guckt einfach die lange Videokaufberatung bei Ausfahrt TV. Ich verabschiede mich wie immer, sag tschüss, bis dann, euer Jan.